Also er kann es nicht selber sehen. Wegen seinem Bauch. Und das ist doch relativ klein gehalten. Und das ist sowas, siehst du auf Facebook? Nein, das ist so ein Zeichentrickbild. Ach so, okay. Und die Frau sagt dann, jetzt spielen wir mal, ich sehe was, was du nicht siehst, weil sie liegt halt unten. Und der ist zwar nicht so lustig, aber ich musste halt einfach lachen. Ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, dass nachdem du mir das ganze Zeug erzählst, also was um was es da gerade geht, dass sich da irgendwie gleich Peggy einschaltet und USK und alles Mögliche, weil es halt eben so pervers ist, aber. Ach so, ich glaube nicht. Wetten, wir haben Nein, wir haben Tag. So. Dann gucke ich jetzt eben nochmal raus, um mal zu gucken, wie dann so draußen so die Luft ist. Kennst du die Typen, die bei der Geh mal den Titel eintippen oder sowas? Nein, wie. Das war mal ein cooles Lied. Ich weiß nicht, ob der GEMA-Song oder so. Ich muss mal eben gucken. Bla bla bla. So, das hau ich mir wieder weg. Das hau ich auch mal wieder weg. Der ist von Eure Mütter. Also die Band heißt Eure Mütter und das Lied geht der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Das ist genial. Das schicke ich dir mal eben. Muss ich nachher reinziehen. Ja, dann haust mir einfach mal in Skype. Wann kommt eigentlich mal mein Let's Sing? Frag ich mich gerade. Dein Let's Sing. Ja, wann kommt es eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich hab's nicht. Achso, du hast es Hast du es nicht. überhaupt schon gedreht? Na. Ja, dann würde ich das erstmal drehen. Wie wirst du das machen? Nur stimmlich oder auch mit Cam oder was? Weiß ich noch nicht. Naja, stimmlich wäre ja langweilig. Na, also ich würde nicht. Also wenn du willst, dass ich Pegel nicht einzieht, dann würde ich Achso, einfach ja nur dann. stimmlich Ja, machen. okay, stimmt. Wenn ich hier keine Altersbegrenzung, so wie ich immer normal rumlaufe hier zu Hause, ich glaube, das darf ich nicht mal. Darf ich? Ich glaube, das. Weiß gar nicht, dürfen das überhaupt irgendwelche Leute zu Gesicht sehen? Polizei oder so, wie ich hier rumlaufe? Ich habe ich zwei Workbenches. Ich habe zwei Workbenches. Ich gebe euch einen Tipp. Tätowiert euch nie ein Hakenkreuz aufs Geschlechtsteil. Warum? Es ist einfach nur ein Tipp. Also macht es Hakenkreuz hatten nicht. wir vorhin auch schon das Thema. Oh. Beziehungsweise Nazis. Cool. Es freut mich ja. Dann habt ihr bestimmt doch über mich geredet, ne? Nee. Wir haben dich heute mal bis auf jetzt außer Acht gelassen, Ach aber. so. Jetzt bin ich ja voll da. Jetzt bist du voll da, ja. Redstone, und ich glaube, ich werde mich mal bewusst umbringen lassen. Nein, Quatsch, mach ich nicht. Ich werde mich mal bewundern. Nee, mach ich nicht. Nee, weil ich habe gerade überlegt, ob ich dadurch dann rausfinden kann, wo mein Spawn war, beziehungsweise ist, damit ich weiß, wie ich dann nochmal hierher komme. Aber. Nee, ist eine ganz dumme Idee irgendwie. So. Alter, wir haben ganz schön viel Zeug hier, ne? Also. Gesammelt haben wir da wirklich eine Menge. So. Dann brenne ich nochmal kurz das Zeug in dem Ofen. Burn, motherfucking burn, burn, motherfucker. So. Steak, Rotten Flesh. Was tue ich jetzt einschmelzen? Das ist Gold, glaube ich. Du mich einschmelzen. Nein, es reicht doch schon, wenn du mich anschaust. Durch diese So. Geilheit schmilzt du einfach nur Ach dahin. so, durch dich, du bist ja so heiß, gell? Ja. Da schmilzt man ja quasi dahin. So. Ich glaube, langsam aber sicher, nach 2 Stunden werde ich die Aufnahme dann auch mal endgültig stoppen, weil sonst habe ich Noch einfach 4 Minuten. Dann haben wir 22 Uhr. Okay, 4 Minuten haben wir noch. Okay, gut. Dann sind wir halt noch Da vier muss ich jetzt Minuten noch hier. schnell irgendeine Scheiße labern. Schnell bei Google Flachwitze eingeben. Flachwitze, habe ich noch ein paar auf Petto hier. Flachwitze.net. So. Was. Warte. Was ist gelb und immer bekifft? Eine Bong Frites. Was ist viereckig, hat Noppen und einen Sprachfehler? Ein Legostheniker. Was macht Mu und hilft beim Anziehen? Ein Kuhlöffel. Was ist braun, sehr zäh und fliegt umher? Eine Ledermaus. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. Was ist. Okay, das ist doppelt. Was ist gelb und flatternd im Wind? Eine Fanane. Was ist groß, grau und telefoniert aus Afrika? Ein Telefant. Was ist grün, sauer und versteckt sich vor der Polizei? Ein Essigschurke, okay? Was steht im Schlafzimmer des Metzgers neben dem Bett? Ein Schlachtschwein.
Schlämmchen. Ja. Okay. Was ist gesund, kräftig und spielt den Beleidigten? Ein Schmollkornbrot. Was ist orange tiefer gelegt und hat einen Spoiler? Ein Mandarinchen. Was ist? Warte, ich habe auch noch einen. Ich habe einen noch so Okay. im Kopf. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Bin ich mir unsicher jetzt. Weiß ich nicht. Spät rechts einschlafen. Was? Blickst du's? Warte. Früh. Achso. Spät. Ah. Frühlings. Ah, okay. Okay, ja. Oder was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Ja, das habe ich glaube ich auf Facebook gepostet, ne? Das kann sein. Beziehungsweise den hat mal irgendjemand. Ich weiß, da war mal so ein Video. Bin ich auch nicht sicher. Ja, Clemens Alive. Ja, das kann sein. Naja, also auf jeden Fall. Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch den Wald? Brotkäppchen. Was ist rot und kämpft sich durch den Salat? Rambodieschen. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Eine Knastanie. Was ist braun, süß und rennt durch den Wald? Eine Joggolade. Was ist weiß und springt im Wald umher? Ein Jumping-Jong. Was ist braun und späht durch Schlafzimmerfenster? Nein, Ein Mist. Spannzapfen. Was ist braun und fährt einen versteigten Hang hinunter? Ein Snowboard. Was ist rot und sitzt auf dem WC? Eine Klomate. Was ist grün und schaut durch Schlüsselloch? Ein Spionat. Was ist orange und schaut durch Schlüsselloch? Eine Spanderine. Was ist orange und geht über Berge? Eine Wanderine. Was ist bunt und läuft über den Tisch davon? Ein Fluchtsalat. Was ist schwarz-weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle? Ein Springguin. Oh Mann, die Witze sind so flach. Eine Minute habe ich noch. Was ist blau braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Was ist. Es gibt nur zwei Dinge, die ich hasse. Leute, die nicht zählen können. Ah! Was sagt man zu einer Blondine ohne Arme und Beine, hübsche Titten? Wie nennt man einen Italiener mit einem Fladenbrot? Römerkebab. Warum haben Blondinen keine Schamhaare? Hast du schon mal auf einer Autobahn Gras wachsen sehen? Oh. Männer sind schlauer als Frauen. Denn da, wo Männer denken, haben Frauen ein Loch. Bück dich, Fee. Wunsch ist. Wunsch, den verstehe ich nicht. Mami, Mami, der Hund fickt. Mutter, ja, dann schau doch nicht hin. Mädchen wieder raus, nach 5 Minuten wieder ins Haus, aber es tut so weh. In der Klosterschule fragt Schwester Maria die Kinder, was sie werden wollen. Sabine, ich werde Prostituierte. Schwester Maria, du wirst was? Sabine, Prostituierte. Schwester Maria, ach so, ich habe Protestantin verstanden. Mami. So, Okay. 22 Uhr zeigen hier alle Ja, meine Uhr, warte, ne? ein noch. FSK 12, der Held bekommt das Mädchen. FSK 16, der brutale Punk bekommt das Mädchen. FSK 18, jeder bekommt das Mädchen. Damit hab ich. Damit beende ich auch jetzt die zweistündige Aufnahme. Einen ganz krummen Rücken bekommen. Wir gehen jetzt nochmal kurz nach oben und gucken uns nochmal hier den Sonnenaufgang an. Total romantisch mit dem Klavier im Hintergrund. Und ich fehl gerade beim Hochklettern. Hilfe. Was ist braun und fährt unter Wasser? Ein U-Boot. So. Gut, liebe Freunde, das war's auch jetzt hier schon. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen es dann wurden. Vielleicht wurden es dann doch mehr als 8. Auf jeden Fall bedanke ich mich auch bei dir, Altero, dass du nochmal spontan mit reingekommen bist. Deshalb muss ich mich ja eher bei dir bedanken. Ja, ist doch kein Ding. Ich hab's halt eben mir einfach nur mal gedacht, komm, dann hau Deine ich hier mit Folge so rein. durch meine Anwesenheit zu verschlechtern, ist schon ein Risiko. Ja, ich glaube, es werden mir die Leute verzeihen. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder auch morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und dann verabschiede ich mich und Altero LP. Bis dahin, tschüss! Tschaußen.